Wir wollen die Zeit nutzen und nach Moskau gucken. Dort begrüße ich meine Kollegin Anna Feist im Studio in Moskau. Anna, bringen Sie uns doch vielleicht erst einmal auf den aktuellsten Stand in Moskau. Ja, hier hat es heute Morgen um 5.30 Uhr Ortszeit, 3.30 Uhr deutsche Zeit, eine 30-minütige Rede von Wladimir Putin gegeben. Und Putin sagte eben in dieser Rede, dass er eine Militäroffensive in der Ukraine plane, mit dem Ziel, den angeblichen Völkermord, der da stattfindet, an ostukrainischen, an russischstämmigen Bürgern sozusagen auszumerzen und auszulöschen. Und hatte wohl einen Hilfeersuch bekommen von prorussischen Separatisten. Er sagte in dieser Rede auch ganz klar, es ginge ihm nicht darum, das Land zu besetzen, sondern er forderte eine Demilitarisierung der Ukraine. Man möge die Waffen weglegen. Und das war sozusagen die Rede heute Morgen. Was folgte, waren Angriffe im ganzen Land, großflächig. Aber das Verteidigungsministerium, das russische, betonte, dass es immer nur darum gehe, die ukrainische militärische Infrastruktur mit diesen Angriffen zu treffen. Die Zivilbevölkerung sei nicht oder solle, die Zivilbevölkerung müsse sich keine Sorgen machen, um die gehe es nicht. Es gehe eben nur um die ukrainische militärische Infrastruktur. Das heißt, in dieser Fernsehansprache gab es aber auch eine Drohung gegen den Westen, eine starke Versicherung von Putin, der gesagt hat, Vorsicht, wir haben Atomwaffen. Ja, es gab eine Drohung gegen den Westen, die wird auch aufrechterhalten. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte vorhin, ich zitiere, ich kann Ihnen keine Informationen zu militärisch-technischen und anderen Komponenten dieser Operation geben, aber das Ziel sei eben diese Demilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine. Das bedeutet die Neutralisierung des Militärpotenzials, das in letzter Zeit auch dank der energischen Aktivität des Auslands erheblich gewachsen ist. Und damit meint er eben ganz klar den Westen und Amerika. Die Bevölkerung steht ja weitgehend hinter Putin, so wurde es zumindest bisher immer berichtet. Gibt es eigentlich auch kriegskritische Stimmen in Russland? Ja, es gibt kriegskritische Stimmen. Heute Abend werden gegen 19 Uhr Demonstrationen erwartet und es gab einen Journalistenverbund, viele berühmte Stimmen, die sich dazu geäußert haben und ich suche hier gerade, dass ich einmal zitieren kann. Die haben geschrieben, wir Journalisten unabhängiger russischer Medien erklären, dass wir gegen das von der Führung Russlands angezettelte Blutbad sind. Wir versprechen, dass wir ehrlich über das Geschehen berichten werden, solange wir diese Möglichkeit haben werden. Diese Möglichkeit wurde aber eingeschränkt. Russische Medien wurden dazu angehalten, nur das zu berichten, was sozusagen die russischen Staatssender oder die russische Propaganda hier vorgibt. Anna Feist war das aus Moskau mit dem neuesten Stand der Dinge von dort. Ganz herzlichen Dank. Und wir gehen direkt weiter zu meinem Kollegen Sebastian Ehm, der in Lemberg, das ist eine Stadt an der polnischen Grenze der Ukraine, dorthin gefahren ist. Schildern Sie uns doch bitte die Situation bei Ihnen vor Ort. Also hier in Lemberg ist die Lage vergleichsweise ruhig noch. Lemberg, von den Ukrainern ja Lviv genannt. Wir sind 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Aber auch hier um die Stadt gibt es drei Militärstützpunkte, die beschossen worden sein sollen. Wir haben heute Morgen große, in weiter Ferne Sirenen gehört. Das Leben ansonsten hier in der Stadt ist noch einigermaßen ruhig. Trotzdem sehen wir lange Schlangen vor Banken. Leute kaufen Brot ein. Also man macht sich hier auf das Schlimmste gefasst. Die Flüchtlingsströme, die wir in Kiew sehen, können Sie das in Lviv auch beobachten?
Ich kann das nicht genau bestätigen. Wir haben heute Morgen hier aus dem Hotelfenster gucken können und haben da schon Stau gesehen. Viele Leute waren auf der Straße. Wir sehen auch viele Leute mit Koffern hier. Wir sehen Reservisten, die in Busse steigen und vermutlich in die Kasernen fahren. Wir hören aber von unseren Reportern im Land, die gerade unterwegs sind, dass es Fluchtbewegungen geben soll, dass Straßen verstopft sind. Die stehen gerade auch alle im Stau. Also es gibt Fluchtbewegungen innerhalb des Landes und das können wir soweit bestätigen, ja. Sie haben die Situation in den Banken geschildert, in den Supermärkten, so vermute ich. Das ist aber, das heißt, die Leute stellen sich schon auf einen Krieg ein, auf eine Besetzung ihres Landes komplett, auch in Lviv, direkt an der polnischen Grenze. Die Meldungen, die wir hören, deuten nicht auf eine lokale, auf einen lokalen Konflikt im Donbass hin, sondern die russischen Truppen sollen auf breiter Front vorstoßen. Mittlerweile wird gemeldet, dass auch in der Region Kiew russische Truppen eingedrungen sein sollen. Und auch in Odessa wird Beschuss gemeldet. Also die russischen Truppen sind im ganzen Land auf dem Vormarsch. Und hier in Lviv ist die belarussische Grenze auch nur 300 Kilometer entfernt. Also natürlich stellen sich die Leute auf das Schlimmste ein, weil im ganzen Land werden Tote und Verwundete gemeldet und ein Vorstoß der russischen Truppen. Niemand kann sich sicher sein, ob das hier in Lviv weiterhin so ruhig bleibt wie bisher. Wenn hier auch Leute aus dem Osten des Landes ankommen, dann kann die Lage hier sehr schnell chaotisch werden und darauf stellen sich die Leute natürlich ein. Herr Ehm, geben Sie uns doch bitte noch mal einmal einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten Ihrer Berichterstattung. Wie können Sie verifizieren in diesem Krieg, der jetzt gerade begonnen hat, was ist wahr und was ist Propaganda? Eigentlich können wir das gar nicht verifizieren. Wir müssen uns auf die Aussagen der ukrainischen Armee und der russischen Armee verlassen. Wir haben in Mainz ein Verifikationsteam, die sich die Videos genau angucken. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr schwer durchführbar. Wir müssen uns auf die Meldungen, die wir hier erhalten, verlassen. Und wir können mit den Leuten hier vor Ort sprechen. Wir können in der Stadt unterwegs sein. Aber richtige Verifikation der kriegerischen Auseinandersetzungen lassen sich von hier natürlich nur schwer machen. Es sind aber auch ganz wenige Journalisten im ganzen Land unterwegs, also zumindest dort, wo die Kampfhandlungen stattfinden. Von daher ist unabhängige Berichterstattung gerade für uns aus Lviv schwieriger möglich. Ganz herzlichen Dank und alles Gute Ihnen, Herr Ehm.